Ach, ihr Menschen, da ist fluffig. So, es ist, oh je, es ist in dieser Woche, ist einiges passiert. Ja, Aldi hat das neue Case reinbekommen, was auch immer das jetzt für ein Case ist. Ich habe da irgendwie den Überblick verloren, weil ich mich jetzt nicht mehr so mit Hot Wheels befasst habe, so gerade auch auf YouTube und so, habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr die Kanäle verfolgt, die ich sonst immer am Anfang verfolgt habe. Deswegen weiß ich gerade nicht, wo wir gerade sind mit den Cases und so. Allerdings, ja, scheint es so zu sein, dass ich, irgendwie sind da auf einmal drei Cases aufgetaucht im Aldi, von denen ich noch gar keinen Plan hatte, was da überhaupt abgeht. Und ja, ich meine, die Experten unter euch werden jetzt wissen, anhand der Autos, was ich mir da jetzt geholt habe. Ich werde das vielleicht auch noch nachschlagen und gucken, was da abgeht, gerade um das auch in der Videobeschreibung irgendwie rein zu flapumpeln. Ja, ich muss mal gerade hier gucken. Hier seht ihr schon ein paar, ne? Die habe ich doppelt. Die bleiben zu. Die habe ich schon auserwählt, um die Zulässigkeit zu haben. Komisch ausgedrückt, aber naja. Gut, was habe ich entdeckt? Ja, fangen wir doch mal an hier, ne? Mit dem ersten Autoschen, und zwar ein Donut Drifter habe ich hier. Ja, ich habe ja schon den, der halt so, ne? Treasure Hunt war. Aber den habe ich natürlich zugelassen, weil ich nur den dann halt gefunden habe damals, ne? Im Kick war das, ja, ja. Na, an der luxemburgischen Grenze. Und ich wollte halt noch einen Donut Drifter haben, den ich auspacken kann. Und der ist von diesem Jahr. Ein Fast Fuddy und hat goldene Reifen. Wie süß ist das? Und den packe ich aus. Ausgepackt. Yeah. Dann gucken wir uns den mal an. Ich hatte den, den hatte ich schon nie in der Hand. Den Donut Drifter. Ach, ist er nicht schön. Ja. Gut, er ist halt grün, ja. Goldene Reifen, hm. Ja. Ja, ne? So in rosa Zuckerguss wäre er vielleicht schöner gewesen, aber ist, ja, ist egal. Hauptsache, ich habe ihn jetzt da mal hier rumflitzen und dann gucken wir mal, ob der, ja, ganz so fest angeschubst und er rollt trotzdem schön. Oh, der rollt schön sanft so über die Ebene. Hui! Knuffelig! Schön! Yeah! Gut, da ist man, obwohl, warte mal. Ich gucke jetzt mal hier, da ist der 2019, ist der zum ersten Mal designt worden hier. Ja, 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 Donut Drifter. Aha, aha, T05. Mm-hmm. Gut. Okay. Tudu! So, was haben wir dann? Dann hätten wir, oh, den lasse ich aber zu, weil eigentlich habe ich den ja schon, ne? 2024, 42, Fudu! Volkswagen T2 Pickup. Und zwar habe ich den natürlich in der anderen Variante, ne? Das war dieses matte Grau. Aber auch Kundendienst und so, und der hatte, glaube ich, nicht diese blauen Streifen, sondern irgendwie andere Streifen. Ja, das hier ist so eine andere Variante, ne? Andere Lackierung, andere Farbgebung. Ja, das sage ich mal zu, weil den habe ich ja schon ausgepackt, irgendwo rumflitzen. Deswegen bleibt der zu. Juhu! Dann kommt ja auch in die Kiste da rein. Was soll ich denn da hier da so rumschlumpfen haben lassen? Ja, dann kommen wir noch zu einem. Ja, ich glaube, es sind ein paar, die ich eh schon habe. Nur in anderen Lackierungen. Da wären wir auch hier beim Honda Civic SI. Den habe ich ja dann noch in dieser goldenen Variante. Ne? Hier mit diesem Teflon, wollte ich schon sagen, Carbon. Carbon-Motorhaube hier. Da ist eigentlich nur, aufgeklebt. Oder ist das nur so Musterzeug? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, dann... Ja, den habe ich mir jetzt geholt und denke halt so, ja, ne, jetzt, ja, ein goldbarer Hauptteil. Muss ich jetzt gähnen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, bei mir ist das immer so, wenn ich so ein bisschen rede, werde ich müde. Beziehungsweise, wenn ich halt jetzt hier in die Kamera rede, weil ich rede da jetzt mit keinem. Ist ja jetzt keiner da. Gut, ihr hört jetzt zu, aber ihr seid ja jetzt in dem Augenblick seid ihr ja nicht da. Ja, gut, das wollte ich nur sagen. So, dann haben wir noch ein interessantes Teil hier, auch von 2024. Hatte ich allerdings schon von einem anderen Jahrgang. Ich weiß noch ganz genau, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Und zwar war das genau da bei meiner Hunting-Bekannten da in der Nähe. Habe ich diesen hier gefunden, den Speed Dozer. Und zwar war der gelb oder so. Hier ist er jetzt grün. Ein schönes Grün. Der sieht echt knuffelig aus. Mag ich. Ja, gefällt mir auch sau gut. Und deswegen habe ich mir den auch nochmal geholt. Ne? Ist halt, ja. Speed Dozer. Schön, ne? Ja. Upsi.
So, und auch nochmal geholt habe ich mir den Hottweiler. Ach, den hatte ich so ungefähr 30 Sekunden an, habe es überlegt. Aber brauchst du den jetzt wirklich nochmal? Der ist ja eigentlich... Aber dieses Rot-Gold hat mir ehrlich gesagt super gut gefallen. Deswegen habe ich mir dann auch nochmal mitgeholt. Und ja, ja, lassen aber eine Verpackung, weil ja, der ist halt jetzt schön, so wie er ist. Ne? Und ja, ein Hottweiler mal wieder, ne? 66, ja. Schön, ne? Schön, schön, schön. Und hinfort mit dich, du kleiner Schuft, du. So, mal gucken, wo ich die hinschlumpfe. Dann haben wir, ein Ride-On, yeah, ein Ride-On. Und zwar den hier, den hätte ich beinahe übersehen, weil das ist, man sieht's hier, ein Treasure Hunt. Habe ich aus Zufall gesehen. Ich will nicht wissen, wie viele ich von denen liegen gelassen habe. Bestimmt sau viele. Wo ich immer gedacht habe, oh, ich habe gar keinen Treasure Hunt gefunden von der Serie. Und ja, jetzt, hier ist er halt. Ne? Was war das? 141, obwohl, warte mal, 240. Nee, dann ist der erst neu, ne? Dann ist der erst neu. Der ist ja gar noch nicht so, ja. Ja, hier, Dragon Wagon. Den habe ich schon mal in Blau oder so, ne? Blau oder? Ja, glaub schon. Ja, ganz interessant. Bleibt aber jetzt natürlich auch in der Verpackung bei. Obwohl der hier schon so ein bisschen kaputt ist, aber ist egal. Aber ist ein Treasure Hunt, ne? Der kommt dann an die Wand natürlich, weil es ist ein Treasure Hunt. Bist du ein Treasure Hunt? Kommst du an die Wand? Das wird mein neuer Song. Ist noch nicht ganz ausgereift, aber wird ein Knaller. Demnächst auf dem Ballermann oder so. Gut. Aber den stelle ich jetzt hier hin. Gut. Da haben wir einen. So. Treasure Hunt. Und dann habe ich jetzt ein Auto gefunden, das habe ich letztes Mal schon in die Kamera gehalten. Und das habe ich jetzt nochmal gefunden und jetzt werde ich es auspacken. Und zwar, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, der Minecart. Ich habe mich natürlich zum Auspacken für den entschieden, den ich schon mal in die Kamera gehalten habe, weil, ja, ne, ist schief und krumm. Und gucken wir mal, was da so passiert. Wenn ich den aufmache und ein bisschen anschnupse, oh, ah, den kann man noch ein bisschen drücken. Ah, jetzt ist er schon gerichtet. Der braucht nur ein bisschen Knuff, damit er schnufft. So, jetzt habe ich das Ding in der Hand und das fässt sich echt cool an, weil es ist halt nur ein Würfel, ne? Aber es ist halt ein Minecart, ne? Und hier kann man tatsächlich, ich glaube, da kann man was reinsetzen. Das ist auch kein Ride-On. Also, wo kriege ich das her? Was passiert da? Ich verstehe das nicht. Naja, gut. Gucken wir mal, wie der düst. Oh! Ey, der ist so. Der flitzt noch ganz schön. Wo sind da vorne und wo ist hin? Ah, hier ist ein Gesicht. Hier ist auch ein Gesicht. Mhm. Ja, ja, schön. Ist das da was? Keine Ahnung. Ja, Mojang. Ist der schön. Ja, das ist das Minecraft. Ne? 15 Jahre Minecraft. Yeah. So, dann kommen wir zum nächsten. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefreut, dass ich den jetzt hier so gefunden habe. Exotics 158, also ist schon ein bisschen weiter vorangeschritten in der Case History des Jahres. Und ein Porsche 904 Carrera GTS. Den habe ich so, glaube ich, noch gar niemals nie nicht gesehen. Also überhaupt noch nie nicht, niemals nie. Der sieht cool aus. Den würde ich gern nochmal finden und dann auspacken. Weil den hier lasse ich natürlich verpackt. Weil ich denke mal, der ist so unten so schön rund auch noch. Das ist ja, seht ihr das, wie rund der unten ist? Schön. So schön silber auch. Ist da, der ist nur eine Unterschrift. Ist keine Vogelkacker. Ist nur eine Unterschrift. Hier ist der Tankdeckel, gell? Krass. Hier ist noch das Porsche-Logo. Ja, der ist schön. Irgendwie ist der schön. Wo es nicht so mein Fall ist, aber Schönheit ist gegeben. Ah, der hat dann nur hier so einen Rückspiegel, hier nicht. Ah, cool. Sieht aus wie so ein Rennauto, ne? Aus 86? Keine Ahnung. Ja, cool. Schön. Schönes Autochen. So, legen wir dahin. Dann hätte ich, jetzt muss ich mal gucken, habe ich den müsste ich eigentlich, ja, habe ich. Cool. Puh. Den 64er Chevy Chevelle 55. ja.
Der Begriff sagt mir was. Chevelle SS. Habe ich den 64er? Ich weiß es nicht. Sieht der so aus, den ich schon mal da ausgepackt habe? Ich weiß es nicht. Aber ich werde den hier jetzt auspacken, weil ich habe ihn nochmal verpackt. Ne? Und den hier habe ich ausgewählt, weil der nicht so perfekt irgendwie ist. Aber ich glaube, da ist das Chevelle sehr weit hier unten. Und der andere war ein bisschen besser bedruckt, so in der Flucht halt. Ne? Und hier waren beide korrekt gedruckt, aber hier sieht man schon so ein bisschen, also egal, ja. Ich habe mich für den entschieden, den auszupacken und das mache ich jetzt. So, da ist er, der Chevelle SS. Ist der glattig. Oh, ist der glatt. Der ist, hatte ich den schon mal so nach, ich krieg Gefühle. Der sieht auch vorher mit der Maschine da, die da rausguckt, das sieht schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Das Rot ist auch sehr, sehr, knuffi. Oh, meine Fresse, ey. Ich hasse es, wenn ich so viel gären muss. Dann gucke ich mal, wie die Performance ist. Da ist er weg. Ja, die ist gut. Oh, Alter. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die neuerdings besser rollen. Dass sie da irgendwie was verbessert haben. Guck mal wieder. Ja, er wackelt so ein bisschen. Ich sehe, dass da irgendwas... Aber schön ruhig. Ah, hupst auch so ein bisschen rum. Aber irgendwie ist die Rollleistung ist irgendwie sehr viel schöner. Ist das toll. Es ist so toll. Ja, der ist schön. Der ist doch schon von schönhaftiger Qualitatur. Oh, und er glitzert und chromt herum. Der könnte von vorne genauso fahren wie von hinten. Aber auch rückwärts wie auch vorwärts und selten. Was auch immer ich gesagt habe. Gut, kommen wir zum nächsten Auto. Und das ist 151, ein Art Car. Puh. Und zwar der Purple Passion. Katzendüppchen. Katzenfutterdüppchen. Und den habe ich mir aus, weil er mir so gut gefallen hat, habe ich mir den zweimal mitgenommen und habe erst später gemerkt, dass es ein Treasure Hunt ist. Ja. Also diesmal habe ich nicht aus Gier die gesamte Treasure Hunt Riege da weggeräumt, sondern weil es mir so gut gefallen hat. Und ja, und mache ich den hier jetzt wirklich auf? Natürlich mache ich ihn auf. So, warte. Jetzt ist die Verpackung eh schon geknickt. Das ist egal. Ja, da ist der Stempel, der silberne. Und hier ist das Auto. Oh, ist eigentlich relativ leicht. Dafür, dass das so schwer aussieht. Aha. Plastikunterboden, den man leicht so verdrücken kann. Ja, da hätten wir schon wieder so ein wie den Hitachi Dojumoto irgendwie so. Weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, aber vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Sieht alt aus, ne? Sieht auch toll aus. Ja, die Felge. Ja, das musste erinnert mich so irgendwie. Ich glaube, meine Oma hat in der Küche auch immer so was Tischdeckenmäßiges gehabt, so in der Musterierung. Ja, ist ganz toll. Ah, das Symbol ist auf beiden Seiten. Mhm. Hier den packe ich halt aus, weil der ist nicht so perfekt. So von hier sieht man so, läuft es aus. Bei dem normalen Auto, wenn es halt gut bedruckt ist, läuft es bis hier vorne hin. Hier hört es halt irgendwie auf, seht ihr das? Ist die eine Farb, der eine Farbverlauf geht nicht ganz durch. Hier ist er auch nicht so ganz gut gedruckt. Hier ist ein, ne, hier ist Grat oder so ein Überbleibsel. Eigentlich nicht so perfekt das Auto, aber das langt mir so, das ist schön. Und dann gucken wir mal nach der Performance. Das ist, ja, das sehe ich ja jetzt erst. Was ist denn das? Kann man dann da drauf sitzen, steigen? Alter, wie, warum ist mir das jetzt vorher nicht aufgefallen? Das ist schon krass. Ja, schön. Oh.
Wir haben, er dahin rollt. Oh, es ist so schön. Oh. Oh. Knuffi, schnuffi, duffi, schön. Cool. Ja, gefällt mir. Tja, da hört es aber jetzt noch nicht auf. Nein, jetzt gehen wir weiter. Zuerst mal, ich habe hier jetzt noch 4 Reihen liegen. Ich habe echt zugeschlagen wieder, ohne Ende. Kommen wir aber zu denen erstmal, die ich schon mal in irgendeiner Form habe. Ne, da hätten wir zum Beispiel hier 85 Queenspeed, DMC, das ist, was heißt denn DMC? DeLorean Motor Company. Ah, ach so, ah, ja, wusste ich natürlich, aber hab's vergessen. Hätte ich den DeLorean Alpha 5, den wollte ich natürlich auch noch in diesem schönen Kupfer haben. Ich habe ihn ja schon in Weiß oder Silber, was war denn das, keine Ahnung. Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Auto, gefällt mir gut. Der hat sowas, ne? Den finde ich schöner als Tesla. Falls das auch so, das scheint ja so ein Queenspeed-Teil zu sein, ne? Aber ja, DeLorean soll halt nicht so zuverlässig sein, habe ich gehört. Habe ich mal vernommen, gab es noch eine Doku, glaube ich, auf YouTube und so weiter. Ja, das ist einmal der DeLorean hier. Dann hätten wir, den Mitsubishi Pajero Evolution. Ich glaube, den habe ich auch schon. Kann das sein? Würde mich wundern, wenn nicht. Aber der gefällt mir natürlich saugut. Gerade auch dieses Orange-Kupfer. Das ist sehr, sehr schön. Ich müsste echt mal gucken, ob ich den... Ich glaube, ich habe den schon. War der nicht in Rot oder so? Oder verwechsel ich da gerade was? Ich weiß es nicht. Ja, der ist auf jeden Fall voll knuffig. Ach, wenn ich den so angucke, denke ich mir halt so, oh Mann, den musst du wieder kaufen und dann musst du ihn auspacken. Das ist schön. Außer ich habe ihn schon. Dann bleibt der so drin. Und ich spare mir das Geld. Die vielen, vielen Pennige, Cents, die der dann kostet. Ja, aber schön. Farbgebung finde ich auch schön. Ob ich mir den natürlich in Natura auch in der Farbe kaufen würde, weiß nicht. Ja, cool, ne? Schön. Gut, der geht dann auch in die Kiste. Und dann hätten wir den HW Modified McLaren. Und da sind wir schon wieder bei ihm hier, ne? Da habe ich ja schon die letzte Version mit diesem Dunkelblau, wo das hier auch so gemustert war. Aber das sah man ja auf dem Dunkelblau nicht so sehr. Natürlich, wie ich jetzt gesehen habe, dass der im Orange noch verfügbar ist und dass man das jetzt besser sieht und das viel, viel cooler aussieht, habe ich ihn natürlich noch in dem Orange haben müssen, ne? Der Solus GT hier. Ah, das ist schon, der ist schon toll. Der hat was. Vor allem Orange, ne? Mit der Form, geil. Den finde ich richtig super klasse toll. Aber auch super, aber auch klasse. Aber auch doof. Ne, doch, super klasse, doch. So, war von irgendeinem Comedian, gell? Ja. Und dann habe ich noch einen Pontiac Aztec Custom. Auch in diesem schönen Kupfer-Orange, was auch immer das für eine Farbe ist. Finde ich auch sehr geil. Den habe ich ja schon ausgepackt in diesem Blau, glaube ich, war das. Wo ich ja auch nicht so zufrieden war. Ja, sure. Den habe ich, glaube ich, damals auch nur gekauft, weil ja die Form neu war. Ne? Das Steikast war mir neu. Und deswegen habe ich mir den geholt. Und ja, wäre der vorher in der Farbe gewesen, wäre es natürlich viel geiler gewesen. Hätte ich jetzt den anderen, den blauen, hätte ich liegen gelassen. Vielleicht werde ich den dann verschenken, den blauen und so. Aber der hier, der gefällt mir echt so gut. Von der Farbe her, von den Felgen her, von dem Aufdruck her, obwohl das, glaube ich, auch derselbe oder ähnliche Aufdruck ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Der hier gefällt mir auf jeden Fall saugut. Der ist schön. Der ist knuffig. Den würde ich mir aber auch so in der Form, in der Farbe holen. Komischerweise. Ne? Weil der, oh, der ist schön. Der ist schön. Der Modified hier. Woohoo. Was ist das? Papa Pontiac natürlich hier. Schön. Gefällt mir gut. Ne? Geil. So. Kommen wir dann zu den Sachen, wo ich mir jetzt sollte die auspacken oder sollte nicht auspacken. Muss man gerade gucken, ob ich den einen da, habe ich mir den doppelt geholt oder? Nee, habe ich nicht. Oh Mann, schade. Ah, ich glaube, gab es nur einmal. Ja, der ist nämlich auch wunderschön 191. Das müsste dann schon ein anderes Case schon wieder sein. Das ist schon wieder das nächste Case, ne? Kann das sein? Bestimmt.
Liberty Walk, ihr seht es schon. Und zwar der Nissan Skyline 2000 GT R Liberty Walk hier, die Version. In einem, ja, etwas langweiligem Grau, einer schiefen Lampisierung. Oder hat er so komische Lampen? Ah, der hat so komische Lampen. Junge, guck doch mal da drauf. Dann siehst du doch, dass die Lampen schief sind. Auch im Original. Ja, so ist. Der hat sehr kleine Reifen. Sehr, sehr kleine Stummelreifen. Was will er uns damit sagen? Was ist da passiert? Was geht denn ab? Oh, die Rückseite ist auch sehr seltsam. Das ist ein seltsames Auto, aber ich hätte ihn doch schon gerne nochmal. Weil irgendwie ist er auch interessant. Ne? Ist das da ein Treasure Hunt? Nee, es ist keiner. Nee, ist keiner. Wäre schön, aber ist es nicht. Ja, es ist... Ah, der hat dann hier... Was ist denn das? So ein Schlauch hier? Was ist das? Was macht der Schlauch? Ist das ein Ladekabel? Ist das ein Tankstutzen-Fluppi? Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich so gesehen, ja, irgendwie doch schon ein langweiliges Auto, ne? Aber ja, ist halt jetzt da, ne? Und erfreut sich meiner Beknuffigung. So, was hätten wir dann? Puh, ein Exotic. Hier sieht man schon Königsegg. Und zwar der 2020er Königsegg Jesko. Keine Ahnung. Ja, der sieht so aus, wie andere aussehen. So mit diesem riesen Spoiler. Hier diesen Fluppi-Knuffi. Schnuffi. Der hat jetzt, der zum Beispiel der hier. Ich würde sagen, der sieht, ja, also, ja, nicht so ganz so, aber Ähnlichkeiten sind vorhanden. Ne? Ja, das dunkle Lila ist irgendwie geil. Na, die Details verschwinden aber dadurch so ein bisschen. Ja, ich werde den hier auch noch in der Verpackung lassen. Ja, ich weiß halt nicht, kommt der nochmal oder... Ja, nee, das ist halt so immer so eine Sache. Aber ja, ich lasse ihn jetzt mal halt in der Verpackung. Weil Grund und so weiter. Königsegg, Jesko. Na, den mache ich dahin. Oh, und er flippt gleich aus hier. Ah, der nächste. Puh. 176. Irgendein Case wird das schon sein. Und das ist der Traktor. Das ist so süß. Und der Traktor, ist das ein Rider? Nee. Ah, nee, gut. Das ist halt ein Traktor, ne? Und jetzt bin ich mir am Überlegen, na komm, mach ich auf. Der wird wahrscheinlich nochmal irgendwann kommen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist kein Ding, was so ultra begehrt sein wird. 2023 ist also ein Design aus dem letzten Jahr. Wird wahrscheinlich hier das Jahr neu auf den Markt gekommen sein. Sieht cool aus irgendwo, ne? So traktormäßig, so Eigenbau, Trackstar, Traktor, hier steht jetzt natürlich nicht, ah doch, Traktor steht drauf. Ja, gucken wir mal. Ja, komm. Das Ding muss, komm, ich mach dich immer weg. Die müssen nicht da rumstehen und auf den fallenden Staub warten. Ja, gucken wir mal. Oh, ich hätte jetzt gedacht, der wird nicht so gut rollen, aber ja, der rollt, ja, rollt anständig halt, ne? Cool, so schöne kleine Rädchen hier vorne und hier die großen hier hinten. Ja, es ist jetzt, das hier ist Spritzguss, das hier auch. Ah, hier ist das Plastik. Mhm, ja, schon, ja, das ist schwerer. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Ding, das will nicht jeder haben, vor allem wegen dem Rosa. Ne? Dann denken sich die meisten Jungs wahrscheinlich, oh, nee, den will ich nicht, der ist mir zu, ne, gay. Da kann höchstens das Einhorn Fluffy von meiner Schwester drauf. Oder so. Aber, ja, ich muss den natürlich jetzt haben, weil das Design kenne ich halt noch nicht und scheint auch neu zu sein. Und ist interessant, ne. Kann der ruhig meiner Sammlung da verstauben und vor sich hingammeln. Genau, ja. So, was hätten wir dann? Dann hätten wir... Phew, Art Car 2024, der meldet. Von was ist auch von 23 das Design? Ach man, den finde ich jetzt auch irgendwie, ah, der ist so, ah, ich weiß, soll ich den jetzt aufmachen oder, irgendwie hätte ich da schon, komm, auf.
Ich habe ja schon öfters gesagt, ich kaufe mir die nicht, um die zuzulassen, damit ich sie irgendwann, keine Ahnung, auf eBay verscherbeln kann oder so, sondern ich will die ja, oh, auch irgendwie, oh, 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 that's exciting, oh, that's cool, oh, I like to touch it, oh, oh, that's, oh, ah, mailed it, oh, auch ein Design aus dem letzten Jahr, habe ich auch schon gesagt, ne? Alter, der ist, jetzt wo ich ihn in der Hand habe, denke ich, Alter, ist der geil. Ist der geil, das ist ein Trackstar. Und scheiße, ist das eine schöne blaue Farbe. Dieses Graffiti und dann diese Kastenform, die aber trotzdem irgendwie, ist das ein geiles Design. Ich liebe das Ding, ist das geil. Das Ding ist ja wohl geil. Fuck, ist der geil. Der pumpt sich jetzt hier voll so als einer meiner Lieblinge. Was ist das? Und dann auch dieses Rathaus hier, dieses... Was geht denn da ab, ey? Ist das schön. Vorne klein, hinten groß. Gucken wir mal, wie der performt. Jo. Anständig halt, ne? Ja, wackelt so ein bisschen herum. Ja. Tja. Oh, sorry, ich bin gegen die Handykamera gekommen. Hier ist der Hund, der die Post frisst. Nom, 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 nom. Wuff. Das ist always on time, kinder. Das ist... Aha. Hot Wheels, was ist der Parcel Service wahrscheinlich, ne? Cool. Der gefällt mir echt saugut. Ist der schön. Was haltet ihr denn von dem? Ist wahrscheinlich ein Fantasy-Car. Natürlich ist er ein Fantasy-Car. Der ist ja... Why? Ja, frage ich mich auch. Why? Why? Da gibt es doch den Film Entertainer, glaube ich. Gibt es aber auch nur auf Bildstörung. Alter, der gefällt mir echt saugut. Also den will ich auf jeden Fall nochmal haben. Wow. So eine Verpackung, schönes, so richtig schön und so. Alter, der gefällt mir, wow, der ist richtig cool. Ist der schön. Cool, ich bin so ein bisschen sprachlos, bin verliebt und so weiter und so fort. Der ist wunderschön. Also, eine kleine Drecksau, die schon hier so richtig Eindruck geschunden hat. Geil. Gut, weiter. Wupp. Rolling Metal, das ist eine neue Kategorie. Mal gucken, ob es eins von fünf. Ja, Shelby Cobra 427 SC. Und das Ding ist das pur Metal? Ja, hier unten scheint der Plastikding zu sein. Das hier ist purer, nicht mit Lack überzogener Metal. Das scheint so zu sein. Mit so ein bisschen Applikation. Was ich sehr, sehr cool finde, muss ich sagen. Das sieht echt gut aus. Und ich hoffe, dass ich da alle von der Serie bekomme. Je nachdem wie... Also hier bei dem Shelby Cobra Teil sieht das echt schweinegut aus. Also Shelby Cobra habe ich ja schon eine. So eine blaue, ne? Ziemlich vermaltes Teil. Das hier ist dezenter. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich finde, die ist echt schön. Und die lasse ich natürlich zu. Hier im Bild sieht die auch richtig cool aus, ne? Geil. Mhm. Das ist stylisch, das ist echt stylisch, das finde ich cool. Gibt ja auch diese Special-Version, glaube ich, ne, von Hot Wheels Sumac oder wie heißen die noch? Steht ja für Zinn, bla bla, Magnesium, bla bla bla. Ne, so die, ich kenne jetzt den Ausdruck leider nicht mehr. Die finde ich, ja, teilweise so, wenn man sie mit einer Kamera sieht, also im Fernseher, finde ich sie jetzt nicht so schön, aber den hier finde ich jetzt echt sauschön. Der hat Stil, der hat auf jeden Fall Stil, ne? Ja, schön, cool. So, gucken wir mal, was wir dann sonst noch haben. Ah ja, den habe ich schon beim Facebook-Post gesehen. Und da habe ich mich gefragt, werde ich ihn jemals in der Hand halten? Und jetzt halte ich in der Hand einen Porsche. Und zwar der 96er Porsche Carrera in Blau. Jawohl, schönes Auto. Und ich würde so gerne auspacken, aber ich habe Angst, dass ich den nie wieder finde, weil der so begehrt ist. Hier so schöner 90s.
Finde ich cool, das nicht nur die 80s, sondern auch die 90s. Ich hätte natürlich auch gerne die 70s, das gibt's aber bestimmt, ne? Die 70s, das wäre cool. Die 60s und so weiter. Die Felgen finde ich jetzt, ja. Finde ich lieber hier in so einem knalligen Gelb, so wie hier. Hier sind sie Gold, also, ja, ich weiß nicht. Weiß nicht. Aber die hat eine schöne Form, ja. Den würde ich schon gern nochmal da rumflitzen haben. Weil mir die Form echt saugut gefällt. Schönes Porsche Carrera Dingen. Schöne Form. Sehr schön. Und das Blau ist auch cool, muss ich sagen. Ne? Wo ist bestimmt schön. So ein ganz Gelb würde ich mir den auch noch richtig gern. Also wird der auch sehr gut aussehen. Ja. Was ist das hier? Neos Walker oder was? Ah, ich glaube, das hat mich schon jemand erklärt. Da hatte ich schon mal gefragt und da hat mir das einer gesagt. Oder ich habe es irgendwie mal in irgendeinem Video gesehen. War das bei Amicus Unboxing? Hat der das mal? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ein schönes Auto. Ne? Leider lasse ich den auch noch zu. Oh Mann, finde ich nicht genau auspacken. Ah, ich habe da manchmal so Bammel, dass, ne, das war es dann und dann finde ich ihn nicht mehr. Obwohl es Schwachsinn ist, aber ja. Ich fühle es jetzt noch nicht, den jetzt auszupacken hier. Ja? Ich würde ihn lieber jetzt drin lassen, weil ich fühle das jetzt Ganze noch nicht, den so auspackmäßig hier zu strippen. Ja, ist alles cool. So, kommen wir zum nächsten. Puh, Hasbro, Volkswagen, 186, 2024. Und wir haben, den Bumblebee von Chew Transformers. Hier sieht man es, ne? Transformers. Das, ja, hier auch. Das ist auch so eine Filmreihe, beziehungsweise damals Zeichentrick- und Spielzeugreihe, die mich nie so gefluppt hat. Obwohl das Spielzeug wäre ja wahrscheinlich cool gewesen damals. Das war eigentlich cool, dass man so, ne, Autos in Roboter verwandeln kann. Das finde ich schon cool, aber hatte ich damals nur so billig Variante davon. Also kein Original-Transformer, sondern irgendwas anderes. Ich habe mir das Ding natürlich nicht, ich habe nicht drauf geachtet, ob das Transformers oder so. Ich habe nur den Beetle gesehen, habe gedacht, oh geil, Beetle! Und habe das Ding mitgeholt und finde halt auch, ein gelber Beetle ist halt auch geil. Dass das jetzt auch ein Transformer-Ding ist natürlich umso cooler. Und Bumblebee ist, glaube ich, auch ein sehr beliebter Charakter. Ne? Der ist ja, der kann ja nicht sprechen oder irgendwie war da was. Ne? Ich glaube, ich habe auch mal den Film angefangen zu gucken, bin aber eingeschlafen, fand den jetzt irgendwie nicht so. Oh. Schon wieder gegangen, ich hasse es. Nicht so interessant. Ja. Aber schönes Auto, schöne Lakuritisiliat. Schöne Lackierung, wollte ich halt sagen. Und oh, in diesem schönen alten Design gefällt der mir echt super gut. Ah, ist schön hier mit Gelb und so. Ah, oh, ja. Der reicht mir aber auch jetzt hier so. Ich habe ja schon eine andere Version, nicht mit dem Käfer hier. Das schlankt mir. Jetzt hier den eingepackt habe und dass der da rumliegt und ne, Staub einfängt. Ist super gut, finde ich geil, klasse und so weiter. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Abstand halten. Knuddelt man nicht so viel. So, das war gut. Dann verschieben. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ne? Und dann hoffe ich, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Genau. Tschüss.